Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Mit diesem Vers aus dem 1. Korintherbrief im 3. Kapitel, Vers 11, begrüße ich Sie alle ganz herzlich hier in unserer evangelisch-lutherischen Paulusgemeinde Melle am Reformationstag. Ich begrüße auch alle die, die am Netz virtuell den Gottesdienst mitverfolgen. Der Gottesdienst wird übertragen. Dank der Technik einen ganz herzlichen Dank Sebastian Olszewski, der die Technik leitet. Wir haben heute einen Gastprediger, nicht live. Auch er wird dank der modernen Technik zugeschaltet, übertragen, Eugen Drewermann. Zu dem Thema, was bedeutet die Reformation heute für uns, wird Eugen Drewermann die Predigt halten, die ein wenig länger ist als eine normale Predigt. Er hat auch viel zu sagen. Ganz besonders freue ich mich, Herrn Wilker an dem Klavier heute zu Gast, und nicht zu Gast, sondern hier zu haben. Und er wird die Lieder singen, denn bedingt durch Corona dürfen wir nicht selber singen. Wir werden Lutherlieder hören. Wir können mit Summen einstimmen. Das erste Lied, das wir hören, ist das Reformationslied, das Martin Luther gedichtet ist nach dem Psalm 46. Lasst uns Gott anrufen mit den Worten des Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sinken, wenngleich das Meer wütete und wallte und seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs, unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören einrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen und Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich sagen zu Ihnen als Besucher des Gottesdienstes am Reformationstag in der Pauluskirche zu Melle, meine lieben Schwestern und Brüder, ganz herzlich danke ich Pfarrer Julius für die Einladung und Ihnen für Ihr Interesse. Am Reformationstag nachzudenken eigentlich über die Gründung des Protestantismus. Dafür hält man den 31. Oktober des Jahres 1517, der sich verbindet mit dem Thesenanschlag Luthers an der Schlosskirche. Im Rückblick mag man so denken, die protestantische Bewegung hat da zeitlich begonnen, keine Frage. Aber so kann man nicht denken, am 31. Oktober 1517, Luther hat keine neue Konfession gründen wollen. Er hat überhaupt nicht geplant, etwas in die Zukunft zu werfen, das mit dem Konzept auftreten könnte, den Papst zu irgendetwas Neuem zu verändern, das er nicht von alters her schon lange wissen müsste. Eine Reformation kommt nicht zustande, wie man eine Brücke baut. Da sitzt ein Architekt da mit seinem Bleistift, zieht quer durch den Atlas und projiziert in die Zukunft hinein, wie viel Material, wie viele Arbeitskräfte, wie lange Zeit, wie viel Geld er braucht und wann er die Genehmigung der Behörde bekommt. Eigentlich ist der sogenannte Reformationstag genau das, was Sie heute tun. Ein Gottesdienst. Was Luther vor sich sieht, ist, dass die Dominikaner durch die Lande ziehen. Ketzel vor allem. Und lehren und predigen mächtig ein auf das Volk, dass man die Seelen im Fegefeuer befreien könnte mit Geldopfern. Wenn das Geld in den Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Man erpresst das Zusammengehörigkeitsgefühl der Angehörigen. Da ist deine Mutter gestorben und man sorgt sich um sie. Man wünscht ihr Glück, sie möge bei Gott sein. Aber sie sollen nicht leiden im sogenannten Fegefeuer. Wenn man dann Geld zahlt, so die Lehre, die vom Papst in Auftrag gegeben wird, wird die Seele gleich erlöst durch das, was auf Erden geschehen ist. Das möchte man wünschen, aber so geht es nicht. Luther findet, damit wird die gesamte Botschaft Jesu im Kern verraten. Damit wird die Angst der Menschen vor Gott erpresst, um sie in Gold und Geld zu verwandeln. Das steht in einer der Thesen, die gerade angeschlagen werden. Wenn schon der Papst den Dom zu St. Peter bauen will, warum, wo er selbst der reichste Crassus ist, nimmt er dafür nicht wenigstens sein Eigengeld statt das der armen Gläubigen? Das schlägt wie ein Rambock gegen die Tür von St. Peter, die noch gar nicht errichtet ist. Der Renaissance-Bau, der heute Millionenströme von Touristen anzieht, ist im Grunde der Kern der Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten. Wo wohnt Gott? In einem wunderbaren Renaissance-Bau? Oder in einem Herzen, das Gott nicht verrät? Luther muss antreten gegen die Ablasslehre. Es ist seine eigene Erfahrung. Es geht nicht um eine theologische Lehre, die man debattieren könnte akademisch. Es geht darum, wer sind wir vor Gott? Was machen wir oder lassen wir mit uns machen als Menschen? Manche weisen darauf hin, dass Luther eine eigene, einbruchartige Erfahrung hatte. 1515 in Stotternheim. Er war gerade dabei, nach dem Willen seines Vaters Jurastudent zu werden, als ein Blitz einschlägt und er schwört voller Angst, heilige Mutter Anna, ich will ein Mönch werden. Das ist das Erlebnis der fast allermeisten, die christlich noch in kirchlicher Erziehung aufgewachsen sind. Gott ist schrecklich in seiner Strafgewalt. Er ahndet die Sünde. Er hat jederzeit die Möglichkeit, uns zu vernichten. Und wenn er es nicht getan hat, buchstäblich Gnade uns Gott. So eine der Thesen gleich am Anfang. Als unser Herr und Meister sagte, tut Buße, da meinte er nicht eure Ablasswerke, sondern dass euer ganzes Leben eine Buße sei. Das klingt so, wie Luther es gelernt hat aus dem Munde Johannes des Täufers. Asketisch sich zusammenschnüren, sich selber disziplinieren, die Triebe unterdrücken, aus der Angst eine Moral erzwingen. Langsam, ganz langsam hat Luther lernen müssen, dass damit kein Leben ist. 1515, als Dozent an der Universität von Wittenberg, liest er die Texte, die für ihn Leben entscheidend werden sollen, den Römerbrief des Paulus, den Galaterbrief des Paulus. Das sind die beiden Kampfschriften des Mannes, dem wir das eigentliche Christentum verdanken.
Paulus hat begriffen, dass die Botschaft Jesu viel zu klein ist, als dass sie so etwas wird wie eine jüdische Reformsekte. Es geht jeden Menschen an, weil er ein Mensch ist. Menschen können nicht leben mit Leistungserwartungen, mit moralischem Rechtverhalten, mit juridischem Einklang als bürgerliche Existenzform. Es gilt vor allem eines nicht. Paulus schreibt es so und Luther glaubt es aus Wort durch eigene Erfahrung, was man von den Griechen her quer durch die Philosophie im sogenannten Abendland in Lehre und in theologische Aufsicht gestellt hat. Die Menschen sind frei, sie können wählen zwischen Gut und Böse. Es hängt nur von ihnen ab. Also wenn sie das Böse tun, gehören sie bestraft. Bei Paulus steht, dass das nicht stimmt. Er selber, Paulus, hat es so erfahren und Luther ganz genauso. Man nimmt sich vor, etwas Richtiges zu tun und dann arbeitet es in der eigenen Seele und man tut am Ende genau das Gegenteil. Nicht das Gute, das ich tun will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, schreibt Paulus im 5. bis 7. Kapitel des Römerbriefes. So ist es. Die sogenannte Willensfreiheit ist eine Einbildung. Sie kann nicht existieren, solange Menschen in Angst leben. Und die ärgste Angst ist, nicht gerechtfertigt zu sein im Leben, jenseits von Eden existieren zu müssen, im Schatten der Erbsünde, wie man das theologisch nennt. Das klingt jetzt sehr speziell, sehr theologisch, aber es ist die Frage im Grunde eines jeden. Hineingeworfen fühlen wir uns in eine Welt, die nach uns nicht gerade fragt. In ihr sind wir in gewissem Sinne überflüssig, überzählig. Warum sind wir überhaupt? Wer so empfindet, wird sich alle Mühe geben, etwas Richtiges zu tun, mit dem er Ansehen gewinnt. So etwas zumindest wie Berechtigung. Vielleicht zwei offene Arme, die ihn umschließen und sagen, ich möchte, dass du bist. Aber wenn man die erst erleisten muss, erkämpfen muss, durch Wohlverhalten einstimmen muss, dadurch, dass man sich nützlich macht, sie zu erwerben hat, spaltet man seelisch immer mehr von sich selber ab. Man wird kein gütiger Mensch. Man wird im Grunde ein immer schüchterner, verängstigter, vor allem aber zerspaltener, widersprüchlicher Mensch. Wo gibt es eine Stimme, die sagt, du darfst sein? Luther würde für dieses Wort sagen, Gnade mit Paulus. Aber wo existiert sie? In der gesamten Natur kommt das Wort Gnade nicht vor. Sie ist unbarmherzig. Man muss nicht erst Darwin lesen, 300 Jahre nach Luther, um zu begreifen, dass es so etwas wie Güte und Gnade im Naturprozess nicht gibt und in der menschlichen Gesellschaft. Sie kann ähnlich grausam sein. Es ist aber die Grundlage für ein Leben, zu existieren aus Gnade. Es wird der Hauptanteil all dessen sein, was Luther äußern möchte, um die Botschaft Jesu im Sinne des Paulus zurückzugewinnen. So hat doch Jesus gelehrt. Gott vergibt nicht, weil wir besonders gut geworden wären. Er schafft durch seine Güte die Voraussetzung, überhaupt gut sein zu können. Das ist die wirkliche Erneuerung. Und jeder sucht nach einer solchen Güte, die ohne erleistet und erlistet zu sein, ihn meint und möchte. Die wenigsten werden heute noch fragen, wie Luther, wie finde ich einen gnädigen Gott? Aber selbst die Leute, die an Gott formell gar nicht glauben, stellen dieselbe Frage. In Corona-Tagen haben wir eine Frau, 75 Jahre alt, im dritten Stock ihres Hauses. Sie darf nicht herausgehen, sie ist in einem Risikoalter, sie könnte sich gefährden. Sie darf eigentlich keinen Besuch empfangen. Ihre Tochter, ihr Enkelkind wohnen 300 Kilometer weg. Und die Oma zu besuchen ist kein wesentlicher Grund unter Corona-Auflagen. Sie kann manchmal mit dem Handy Anrufe empfangen, aber mehr auch nicht. Es gibt keinen Kontakt. Eigentlich fühlt man sich überflüssig. Lohnt es sich noch zu leben unter den Bedingungen? Was man brauchen würde, wäre eine Güte, die man nicht verdient, sondern die es einfach gibt. Eine ausgestreckte Hand, die du sagst, mir fehlst du, für mich musst du sein. Menschen sind zufällig und Menschen können es nie absolut vermitteln, aber mit Gott verbindet es sich. Als die Liebe, die will, dass wir sind. Darauf setzt Luther. Das ist unser Leben. Wir existieren aus Vergebung. Wir flehen es im Vater unser. Lieber Vater, himmlischer Du, alles musst du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben können. Und wir vergeben dir hiermit allen, alle Schulden zu vergeben. Das ist die Botschaft Jesu.
Das gibt Paulus weiter. Er schreibt ja im Römer- und im Galaterbrief: Nicht aus des Gesetzes Werken, sondern allein durch Gnade wird der Mensch gerechtfertigt. Wenn das stimmt, was erlaubt sich dann der Papst in Rom, indem er seine Abgeordneten, Ordensgeistlichen predigen lässt vom Ablass, nur um Geld zu schaffen, nur um Prachtbauten zu errichten, nur um Krieg zu führen? Er nennt sich Julius, in der Nachfolge Kaiser Cäsars, des Mannes, der 2 Millionen Gallier ermordet hat. Soll das die Nachfolge Christi werden? Jetzt muss man nachdenken. 1500 Jahre gelten den vatikanischen Theologen für einen Beweis der Richtigkeit des Christentums. Ein Beweis für die Richtigkeit und unerschütterliche Festigkeit der römisch-katholischen Kirche. Das genaue Gegenteil möchte sein. Wie wäre es, wenn 1500 Jahre Kirchengeschichte ein unausgesetzter Verrat sind? 1545, ein Jahr bevor er stirbt, wird Luther das Schreiben an das Konzil von Trient wütend, weil alles, was er dazwischen gesagt hat, ungehört blieb, jedenfalls von den Kreisen, an die es gerichtet war. Hat es überhaupt einen Papst gegeben, jenseits vom Gregor dem Großen? War nicht alles ein Verrat? Hat je ein Papsttum sich gründen können auf Petrus, außer man hätte begriffen, wie Petrus berufen wurde? So interpretiert es Luther nicht wörtlich, aber so meint er es. Im 5. Kapitel des Lukasevangeliums wird erzählt, wie Jesus Petrus beruft als Fischer am See von Genezareth. Nach einer nächtlich erfolglosen Fangzeit fordert Jesus ihn neu auf, wieder die Netze auszulegen, und sie füllen sich überraschenderweise. Ein Leben, das keinen Sinn macht, läuft im Dunkeln wie leergelassen, aber bewusst gelebt, beauftragt, innerlich erfüllt, wenn man weiß, wozu, ist es reich. Petrus ist darüber so erschrocken, dass er Jesus bittet, wegzugehen. Ich bin ein sündiger Mensch. Daraufhin beruft Jesus seinen Petrus. Im Vertrauen darauf, dass ein Mann, der so etwas erfährt, anderen Menschen gütig begegnet, nie mehr verurteilend, nie mehr anklagend, nie mehr richtend. Wir alle leben von Vergebung. Wenn Petrus das begriffen hat in seinem Bekenntnis, ich bin ein sündiger Mensch, ist er berufen, die Botschaft Jesu weiterzugeben. Darauf sollte sich das Papsttum gründen, wenn es denn eine ordentliche Zentrale für die Christenheit geben würde. Aber dann müsste der Papst sich nicht selber darstellen, dann müsste er sich öffnen, so wie Jesus es tat, indem er den Verlorenen nachgeht, indem er sich für das Angsterleben eines ganzen Zeitalters interessiert, indem er die Ohnmacht der Menschen im Umgang mit sich selber begreift, aber nicht nach Herrschaft strebt und Unterdrückung predigt und durchexerziert. Luther musste protestieren gegen die Ablasspraxis. Für ihn stand alles auf dem Spiel. Nicht, weil es geplant war, aber weil es nötig ist und weil es dran ist. So entstehen wirkliche Reformationen. Jemand greift hinein in das Netz der Wirklichkeit und dann ist es nur noch eine Frage der Energie, mit der er zieht. Die Stelle des Netzes ist fast egal. Der Zug selber wird das ganze Netz hinter sich hier an den Strand schleppen. Alles Weitere wird folgen. Luther in der Stunde, in der er begegnet, wie man Gott verfälscht im Namen der Angst gegen die Güte und Gnade der Vergebung, die bedingungslos gegeben wird, muss zugreifen und er wird nie mehr locker lassen. Man wird ihn verhören. Cajetan in Augsburg, 1518. Es begegnet sich ein Mann der Kirche im Gegenüber mit einem Mönch. Sie müssen sich einen solchen Renaissance-Kardinal vorstellen, mit Spänglein, mit feiner Kleidung, mit distinguierten Gebärden und Gebaren. Da ist Luther bäuerisch, deutsch. Der Kommentar des vornehmen Cajetan wird lauten: Ich mag die deutsche Bestie nicht, sie hat so tief liegende Augen. Er versteht überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Dass man von Gott spricht, nicht um Wein zu trinken und an vornehmen Tafeln zu gutieren, sondern weil alles darauf ankommt. Gnade oder Ungnade, Heil oder Unheil, Gelingen oder Misslingen, Verurteilung oder Rettung, alles hängt davon ab. Das ist die Frage der Gnade für Luther, aber nicht eine Rechthaberei nach Theologenmeinung. Davon hat Cajetan nichts begriffen.
Das ist das Gebell der deutschen Bestie, die Theologie zu existenzialisieren, die Bibel so auszulegen, dass sie dem Menschen hilfreich zur Hand gegeben wird. Nicht ein Krückstock zum Geldverdienen, sondern der äußerste Halt, um nicht einzubrechen. Das wäre die Änderung, die sich mit Martin Luther und dem heutigen Reformationstag verbindet. Wir sehen heute vor vielen protestantischen Kirchen Luther dastehen, breitbeinig, wohlgenährt, so wie er an der Seite seiner Frau Katharina 1525 nach seiner Heirat langsam auch geworden ist. Ein Denkmal, das von keinem Wind, selbst wenn er stark werde, umgeweht werden könnte. Felsenfest steht der Salber da. Ein rechter Kerl von Schrot und Korn, ein wirklicher Deutscher, konnte man manchmal hören in Zeiten, als wir noch nationalistisch denken sollten. In Wirklichkeit war Luther niemals so. Es gibt Bilder von Lukas Cranach, seinem Freund, der ihn gemalt hat, wie er wenig später war. 1519 wird er in Leipzig verhört von einem Theologen Eck und er wird geprüft. Wie hält er es mit jemandem, der als sein Vorgänger betrachtet werden könnte? Genau 100 Jahre vorher, 1515, da wird in Konstanz Jan Hus, ein Priester aus Prag, ein Theologiedozent an der dortigen Universität, verhört auf seine Lehre hin. Eines wird ihm zur Todesfalle. Er hat schon damals im Jahre 1512 gegen den Ablass gepredigt, den einer von drei Päpsten damals einscheffeln wollte, um Krieg zu führen gegen Neapel. An der Prager Universität hat man das mitgemacht, Jan Hus aber nicht. Und dadurch wird er gefährdet und gefährdet. Er muss auf der Flucht sein, um sein Leben zu verlängern. Er schreibt noch wichtige Traktate, aber er begibt sich zum Konzil nach Konstanz, weil man ihm freies Geleit gesprochen hat. König Sigismund wird das brechen, er wird in Konstanz verhaftet werden und er wird im Juli des Jahres 1515 bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Noch in seinem Tode wird man über ihn sagen, wir übergeben deine Seele dem Satan. Und hier uns, so wird es bezeugt, wird sagen, ich übergebe sie Christus. Und das wird zum tödlichen Vorwurf. Er hat an Christus appelliert in seinem Glauben, an der Kirche vorbei. Damit spricht er ihr ab, die einzige Institution der Heilsvermittlung zu sein. Er hört nicht auf den Papst, er will unmittelbar hören auf Christus. Das ist ein Vergehen, ein Majestätsverbrechen. Dadurch ist der Tode schuldig. Das klingt bei Luther überhaupt nicht anders. Man darf nicht hören auf den Papst, sondern auf sein eigenes Gewissen. Man muss hören auf Christus. Was steht in der Bibel? Was hat Paulus gelehrt? Das ist die Wahrheit. Und ein Papst steht in der Pflicht, das zu lehren, oder er lehrt falsch. Wenn es so steht, darf nicht gezweifelt werden. Luther ist ein zweiter Jan Hus. Und verglichen damit muss man ihn dahin bringen, es zuzugeben. Haben Konzilien sich geirrt? Luther, was sagst du? Und Luther erklärt, in Konstanz hat man sich geirrt. Jan Hus hätte nie verbrannt werden dürfen. Konzilien können irren. Damit entfällt das letzte Reformmoment in der katholischen Kirche. Der Papst wird sich 1881 für unfehlbar erklären. Und die Reformversuche im 15., 16. Jahrhundert mit Konzilien das Papsttum zu reformieren, laufen in die Irre. Es gibt keine Erneuerung der Kirche Roms mehr, auch mit Luther eigentlich nicht. Darauf hatte er gehofft, aber das wird so nicht zustande kommen. Es sei denn, ganz neu in unseren Tagen heute. Die Frage ist, wie kann man sich vereinigen und sich selber wiederfinden als Mensch in der Botschaft Jesu? 1521 wird Luther selber gebeten, nach Worms zu kommen. Kaiser Karl V., ein Habsburger, groß geworden in den Niederlanden, kaum ein Wort Deutsch redend, von Theologie im Grunde nichts verstehend, will vermeiden, dass sein Reich auseinanderbricht. Er hat genug zu tun mit den Türken alleine schon. Er darf nicht noch weiter sein Herrschaftsgebiet durch Streitigkeiten minimieren. Also will er für Religionsfrieden sorgen, ehe ein Religionskrieg ausbricht. Man warnt Luther. Damals hat König Sigismund sein Versprechen gebrochen. Was wird Karl V. tun?
Luther hat geantwortet seinem Freund Spalatin, einem Rechtsgelehrten in Wittenberg: Selbst wenn in Worms der Teufel so viele wären wie Schindeln auf den Dächern, da muss ich hin. Das ist wirklich Luther auch. Wer begreift, was eine Wahrheit ist, kann ihr nicht ausweichen, es mag kosten, was es will. Was daraus wird, ob es erfolgreich sei, ob es etwas ändert in der Welt, wie es rezipiert wird, ist vollkommen gleichgültig. Wir Menschen haben nicht die Verantwortung für die Art, wie wir historisch wirken. Wir haben die Verantwortung für unsere Existenz, in der wir stehen. Die zu leben, gleichgültig, was dabei rumkommt, es in die Hände Gottes zu stellen, der alleine weiß, was daraus wird, ist die einzige Aufgabe, die wir haben. Die wirkliche Verantwortung. Für die gibt es kein Ausweichen, wenn man begreift, was Wahrheit ist, was unser Auftrag ist. Das Denkmalbild von Luther stimmt gar nicht. Die Zeit in Worms, mehr als eine Woche. Wenn wir einen Luther haben, der in seiner Zelle zittert vor Angst, der selber zweifelt, ob das, was ihm abverlangt ist, schon die Wahrheit sein könnte. Kann man sich nicht irren, auch wenn man die Bibel liest? Gibt es nicht mehrere Auslegungen zu jeder Stelle gewissermaßen? Worauf gibt es Grund, Vertrauen zu setzen, unbedingtes Vertrauen? Man wird am Ende des Verhörs überliefern, Luther habe gesprochen: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. So helf mir Gott. Das ist sinngemäß richtig wie viele Legenden, aber historisch glaubhaft bezeugt mag es nicht scheinen. Schwarz auf weiß haben wir den Kommentar von Karl dem V. Er gibt zu Protokoll als Resultat von all dem, was er jetzt gehört hat: Es will mir nicht erscheinen, wie ein einzelner Mönch Recht haben könnte gegen die ganze Christenheit. In kirchlichem Denken ist das in der Tat unmöglich. Die Wahrheit gründet sich darauf, mit den anderen zu denken, im Kollektiv zu sein. Die Kirche als Ganze, als Gemeinschaft der Gläubigen trägt die Wahrheit Christi. Die Kirche selber ist der fortlebende Christus. Deshalb durfte Hus nicht an Christus appellieren. Die Kirche ist ja Christus. Genau das sieht Luther anders. Darin ist er wirklich ein Hussit. Folgt er 100 Jahre später denselben Wegen. Aber die Stunde des Protestantismus ist nicht 1518 in Wittenberg. Sie ist eigentlich 1521 in Worms. Diese ungeheure Möglichkeit, die einen jeden angeht, wenn er begreift, was Christsein heißt. Ein Einzelner, notfalls gegen den ganzen Rest aller anderen. Ein Individuum zu sein. 1840 wird der Lutheraner oder Protestant Søren Kierkegaard in Kopenhagen genau das zum Zentrum seiner Auslegung des Christlichen machen. Als erstes gilt es zu lernen, als Einzelner zu sein, auf Christus zu hören und ein Individuum zu sein. Mit aller Angst, die dazugehört, mit allen Widersprüchen, die das abverlangen kann. Es ist das Niveau einer prophetischen Existenz. So sind sie in der Bibel, im Alten Testament bereits. Jeremia, verklagt als Defätist, als Feind des jüdischen Königshauses. Jemand, der sich auflehnt gegen die Priester im Tempel, auflehnt gegen die orthodoxe Überlieferung der Theologen. Gott ist der Inhalt der Botschaft des Jeremia. Und er wird nach dem Untergang der heiligen Stadt im Jahre 587 neu Gott den Menschen zu schenken vermögen. Ein Gott, der sein Gesetz schreibt in ihr Herz und hineinschreibt Vergebung, so wie es alle benötigen und brauchen. Das wird die ganze Botschaft Jesu sein, die ganze Botschaft Pauli. Das bedeutet, als Prophet zu existieren, im Vertrauen auf eine unbedingte Güte, Güte zu leben mit allen Menschen an unserer Seite, unmittelbar zu Gott. Dann mag sich eine Kirche bilden im Vertrauen in Gott, auf sich selber, untereinander. So beginnt die Kirche. Das macht sie nicht, darin gründet sie sich wirklich. Das ist der Fels, von dem die Rede geht. Nicht Petrus macht das und nicht ein fantastischer Nachfolger Petri auf dem Thron zu St. Peter in Rom. Es ist eine Frage der Existenz, ob etwas gültig wird. Luther wurde verstanden in seinen Tagen, man lief ihm nach.
Es war nicht nur der Buchdruck, der ihm in der Propaganda half. Es war die innere Überzeugung. So ist es richtig. Man scheffelt nicht Geld im Namen Jesu. Man macht nicht Angst den Menschen im Namen Jesu. Man verleugnet nicht Jesus, indem man verlogen von ihm redet, nur um sich selber wichtig zu tun. Das alles ist ein Lügenwerk, das ein Ende haben muss. Das begreifen sie alle. Sogar die Fürsten stellen sich auf die Seite Luther aus Gründen, die weniger christlich erscheinen. Sie wollen steuerfrei vom Kaiser werden. Sie möchten ihre eigene Landesmacht ausdehnen. Sie berufen sich auf die Freiheit eines Christenmenschen, um sich selber vom Reich freizukaufen. Luther macht das, man muss fast im Rückblick sagen, leider mit. Er rettet damit das, was er ins Werk setzt, vor dem Zugriff des Kaisers. Aber es macht aus der Bewegung, die dann historisch entsteht, etwas politisch und geistig auch Fragwürdiges. Man kann das nicht leugnen. Luther sagte, er habe in Worms damals die Leute aufrufen können. Ich hätte können ihnen ein Spiel veranstalten, wird er später sagen. Er meint ein Volksaufruhr. Eine Riesendemonstration. Aber er fügt hinzu, ein Narrenspiel wäre es gewesen. Es kann nicht weitergehen in politischen Aktionen. Es kann nur sich fortsetzen in der Glaubwürdigkeit des menschlichen Lebens. Friedrich der Weise, sein Landesfürst, wird ihn kidnappen lassen. Auf der Wartburg in Eisenach einkerkern, um sein Leben zu beschützen. Und wann immer sie dorthin kommen und die Lutherstube besuchen, werden sie dem Ort beiwohnen, an dem die Bibel neu übersetzt wird, ins Deutsche. Diesmal das Bild, das Lukas Carnach von ihm malt, dem Junkerjörg, wie er sich nennt, zur Tarnung. Der Mönch Martin Luther auf der Wartburg zeigt sein wirkliches Porträt. Ein schmal gewordenes, fast asketisch blickendes Gesicht, mit Augen, die verstechend sind, flackernd vor Angst. Durchdringend aber in den Abgrund einer Welt, die nach einer Begründung sucht. Luther hat keinen anderen Grund als die Bibel. Er kennt sie auf Griechisch von vorn bis hinten, das Neue Testament zumindest. Für das Griechisch braucht er die Hilfe seines Freundes Melanchthon. Aber das Neue Testament, man rühmt, in 6 Wochen übersetzt er es. Kein Kunststück, er kennt es, er hat es immer wieder übersetzt. Die Frage ist, wie klingt es im Deutschen? Wie würde man es auf den Straßen sagen? Wie würde es die Marktfrau verstehen in ihrer eigenen Sprache? Wie redet man von Gottes Güte, dass nicht Fremdwörter dabei rumkommen? An einem kleinen Wörtlein kann man es erproben. Luther selber 1521 vermochte es noch nicht wirklich zu packen. 9 Jahre später im Sendbrief zum Dolmetschen wird er sich Rechenschaft geben. 2. Kapitel im Lukasevangelium. Und es trat ein der Engel Gabriel in einem Haus in Nazareth in Galiläa, bei einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Wie redet ein Engel, wenn er ein junges Mädchen begrüßt? Alle Katholiken heute beim dreimaligen Läuten des Angelusgebetes sollten es wissen. Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade. Luther hat damals übersetzt, du Holdselige. Fall der Gnade steht nicht im Griechischen da. Es ist auch in Zebräische, in der Sprache Jesu, so kaum zu übersetzen. Malati, Chen ist künstlich. Eschetren, Frau der Gnade, könnte man Hebräisch sagen. Aber auch da steht Hebräisch nicht da und ist im Griechischen nicht übersetzt. Da steht ein Wort, wenn man korrekt ist, wie Luther es ist, wenn er als Philologe tätig wird, das perfekt passiv, abgeleitet vom Wort Gnade, aber in Verbform, wie übersetzt man das? Im Feminin, du Begnadigte, Kecharitomene, das wäre korrekt. Aber man spricht vom Begnadigt bei jemandem, der vom Schuldspruch entlassen wird, ein Galgenstrick, der im letzten Moment freigesprochen würde. Das hätte sogar Sinn. Die Katholiken glauben, dass Maria ohne die Erbsünde zur Welt kam. Von all dem Unheil der Vertreibung aus dem Paradies nicht berührt wurde, sondern in Gottes Gnade gerettet war von Anbeginn, würde man das existenziell übersetzen, wäre du Begnadigte gar nicht verkehrt. Aber es ist eine Juristensprache,
die da nicht hingehört. Man könnte denken, du Begnadete. Dann hätten wir etwas genial Begabtes vor uns. Einen zweiten Mozart, einen zweiten Beethoven oder einen Goethe. Auch das ist nicht gemeint. Luther schrieb damals, du Holdselige. Keine Marktfrau in Wittenberg könnte ein solches Wort gebrauchen. Es wäre auch heute ungewöhnlich. Aber das Reden von Gnade selber ist zweideutig. In keinem Schulunterricht heute wird von Gnade noch geredet, es sei denn im Fach Religion, und dann muss man es erläutern. Außerhalb der Kirchenwände gar nicht zu benutzen. Im Geschichtsunterricht oft verwandt das Gnadentum der Kaiser und der Päpste, der Teufels vom Himmel herab auf die Throne und erreicht dann die Untertanen, wenn sie sich niederbeugen. Das ist wirklich jetzt in ironischem Verhältnis holdselig. Das ist Fürstenunterdrückung in Gottes Gnadentum. Das ist die Rechtsprechung der Mächtigen über die Ohnmächtigen. Das ist die Entwürdigung der Menschen im Reden von Gnade. Genau das Gegenteil. Und wieder hat Luther völlig recht, 1500 Jahre verfasstes Christentum sind die Widerlegung von allem, was je gemeint war. Die völlige Verfälschung im Begriff. 1530 wird er sagen, so hätte ich schreiben sollen. Aber dann hätten die Papisten sich aufgehängt vor Wut. Die ganze Lehre von Maria mit der unbefleckten Empfängnis wäre dahingegangen mit all den Folgerungen daraus. Die Strafen der Sünde hätten Maria nicht erreicht. Sie sei leiblich aufgenommen worden in den Himmel. Alles ergäbe sich daraus durch die eine Fehlübersetzung im Kapitel 2 bei Lukas. Ich hätte sagen müssen, um es kurz zu machen, so spricht der Engel. Es grüßt dich Gott, du liebe Maria. Alles, was wir meinen im Reden von Gnade ist, Gott hat dich lieb. All deine Liebenswürdigkeit ruht in seinen Händen und er sieht in dir das, was er gemocht und gewollt hat. Und damit umfängt er dich wie das warme Fächeln eines Windes, deine Augen und dein Antlitz. Atmet dir in die Seele und aus dir heraus die Wärme der Güte, die er in dich hineingesenkt hat. Du liebe Maria, berufen zu einem Leben gerade so und in Güte alles Ungnädige überwindend. So hätte ich schreiben sollen. So redet Gott. Man wird sich zwischen den Konfessionen reiten, um genau die Art werden Menschen gerechtfertigt, aus guten Werken oder allein durch Gnade, wie Luther lehrte. Man wird Religionskriege führen, 30 Jahre lang bis 1648, nur darum, auch im Namen der Madonna auf katholischer Seite. Man wird sich zerreißen und zwei Drittel Europas verwüsten, um die Gnadenlehre wegen. Kann es irrsinniger, schrecklicher, unchristlicher, fernab von jeder jesuanischen Botschaft sich ereignen mitten im Christentum. Das müssten wir begreifen am Reformationstag. Man liest die Bibel, aber man darf sie nicht lesen, dass sie den Menschen Angst macht. Auch das wird Luther sagen. Wenn sie nicht Christum treibt, wenn sie nicht die Seele tröstet, wenn sie nicht die Angst beruhigt, ist alles, was in der Bibel steht, noch nicht richtig verstanden. Daher findet er den inneren Kanon. Was die Liebe glaubhaft predigt, wenn sie in der Bibel steht, dann ist es glaubhaft. Und es wird nur in der Bibel stehen, nicht in den Gesetzesbüchern der Staaten, nicht in den Machtartikeln der Mächtigen, nicht in den Naturgesetzen, die man gerade dabei ist zu enträtseln. Nirgendwo wird es stehen, als in der Bedürftigkeit des menschlichen Herzens und in der Antwort Gottes im Wort Jesu, im Neuen Testament vorbereitet, im Alten Testament, in der Bibel. Der zweite Satz. Die menschliche Existenz gründet allein auf die Güte Gottes, auf Gnade. Und vermittelt wird dies allein durch die Bibel. Der ganze Protestantismus ist in den zwei Sätzen zusammengefasst. Sola fide, allein aus dem Glauben. Sola gratia, allein aus der Gnade. Sola scriptura, allein aus der Schrift. Nur das Wort allein durch den Glauben müssen wir kommentieren. Wenn wir vom Glauben reden, meinen wir ständig das für wahr halten von Lehrsätzen. Und schon haben sich die Theologen wieder in den Haaren. Einigen sich nicht, zerzanken sich auf immer, führen ihre Kriege geistig oder militärisch. Wir sollten im Sinne Luthers von Glauben reden als Vertrauen.
Nicht mal das ist wirklich zwischen den Konfessionen bis heute verstanden worden. Man wirft den Protestanten vor, sie hätten einen sogenannten Fiduzialglauben, einen reinen Vertrauensglauben. Aber das ist der ganze Inhalt. Dass dieses Vertrauen Inhalte hat, ergibt sich von alleine. Aber es ist die Haltung einer Existenzform, in der die Angst überwunden wird durch Vertrauen. Nicht mit äußeren Sicherungsmaßnahmen, nicht durch eine noch so perfekte Moralkorsettage, nicht durch die Daueraufsicht irgendwelcher Obrigkeiten, sondern in der Freiheit eines Christenmenschen, der sich erlöst im Vertrauen auf Gott. Das muss Luther durchhalten und wird er durchhalten. Er wird die Türen der Klöster öffnen, weil er nicht länger glaubt, dass die Bergpredigt eine Sonderregel ist für speziell Berufene wie Ordensleute, männliche und weibliche. Sie ist das Gesetz der Befreiung des Menschen in Güte. Sie ist das Heilmittel für Zerbrochene, für Kranke, die eingeladen sind am Fuße des Berges in Matthäus 4 und die geheilt werden im 8. Kapitel des Matthäus-Evangelium, als man sie wieder Jesus zuführt. Die Bergpredigt ist das Medikament für die Kranken, die wir alle sind. So muss man es verstehen. Und dann gibt es die Zweiteilung nicht mehr. Wie Öl auf dem Wasser liegen die Kleriker auf den Menschen und rauben ihnen die Atemluft, wie den Fischen, die darunter nicht mehr durch ihre Kiemen lebendig bleiben können. Es muss der Himmel geöffnet werden, wie Jesus es wollte. Es gibt die Zwei-Klassen-Moral nicht mehr in der Kirche. Alles, was menschlich ist, die 6 Tage der Woche, sind genauso heilig wie der Sonntag, der 7. Tag. Es gibt nicht mehr drinnen und draußen, nicht mehr profan und sakral. Es gibt nicht mehr den Priester, der den Gläubigen vorsteht. Die Frau selber, die ihr Kind im Arm hält und ihm schenkt, was an Vertrauen ins Leben lässt, ist der Priester, der zwischen Himmel und Erde vermittelt. Das wird Luther selber sagen. Wenn da die Glocken klingen, wenn der Weihrauch zum Himmel steigt, wenn der Pfarrer Einzug hält unter Orgelgedröhn, das will etwas hermachen. Aber eine Frau, die die Windeln ihres Kindes wäscht, betet womöglich zu Gott besser als der Pfaff am Altar. Man begreift, dass Luther denen ärgerlich werden konnte und sogar wollte und musste, im Sinne Jesu. Die Gefahr ist sofort, dass es sich leicht verbürgerlichen lässt. Dann ist ja alles gut bei Gott, dann sind wir kleine Sünderlein, denen alles vergeben wird. Ja, dann ist die Welt tatsächlich wunderschön in Ordnung. Wir haben das Recht, so zu bleiben, wie wir sind, und wir können jetzt getrost so weitermachen. Kierkegaard wird später sagen, wenn der Protestantismus seine Kraft verliert, wird er das fremdste Heidentum. Die Gefahr besteht. So wie der Katholizismus, wenn er seine Kraft verliert, zum reinen Aberglauben degenerieren wird. Es gilt, innerlich zu leben in der Auseinandersetzung, in der Kraft, ein Individuum zu sein, Güte zu setzen gegen die Tyrannei der Unmenschlichkeit, wenn sie befohlen und verwaltet wird. Es beginnt, ein eigenes Leben unter den Händen Gottes zur Vermenschlichung. Das ist ein Auftrag von prophetischem Format, und unterhalb dessen in eigener Entscheidung gibt es weder Freiheit noch Humanität noch Güte noch Wahrheit. Was daraus geworden ist, bleibt hin und her gerissen, wie alles im menschlichen Leben, wenn es den Boden der Geschichte betritt. 1523 bis 25, die Bauern berufen sich auf Luther. Sie sind es leid, dass ihnen die Existenz geraubt wird durch den Fürsten, durch den Adel, durch die Feudalherren. Und sie wollen die Freiheit eines Christenmenschen auch ökonomisch. Thomas Münzer begreift das und ruft auf zum Krieg, im Widerspruch zu Luther. Die politisch-soziale Dimension hat der Protestantismus im Erbe Luthers kaum begreifen können. Luther hat den Staat als Zuchtrute Gottes gegenüber den Bösewichten eingerichtet, auch im Bauernkrieg schon. Später tut ihm das leid, aber es ist so gewesen. Und das hat nicht aufgehört. Was kann man alles machen, wenn man die Botschaft Gottes fehlversteht, wenn man sie instrumentalisiert und zur Waffe hochstilisiert? Ist Luther das nicht selber schon passiert? Der Schmalkaldische Krieg bereitet sich gerade vor. Er hat geschimpft gegen den Papst, gegen die Türken, gegen die Juden. Ihnen hat er vorgeworfen, was die Nazis später nur allzu begierig aufgegriffen haben, dass sie ihr Volkssein mit ihrer Religion verwechseln oder identisch setzen. Er hat gehofft, so wie Paulus es dachte, am Ende der Tage würden sie sich zu ihrem Messias, zu Jesu Botschaft von der Gnade bekehren. Luther sah die Welt am Ende.
Und hat als zweiter Paulus sich gewissermaßen als die Person verstanden, die die Juden zur Umkehr aufrufen könnte. Das alles war fantastisch und es kam so nicht, aber Luther nahm es ihnen übel. Es ist kein Rassismus, den die Nazis draus gemacht haben, aber man kann bedauern, dass es auch bei Luther so war. Die berühmte Judensau an der Marienkirche in Wittenberg gab es lange vor Luther. Er war der Kind einer Zeit. Man muss aber die Geistesart, die er fortgetragen hat in diesem Punkte, nicht verteidigen und nicht entschuldigen. Das alles sind Fehler, auch in der Geschichte des Luthertums gewesen von Anfang an. Wie stirbt Luther selber 1546 in seinem Geburtsort Eisleben? Dahin hat man ihn gerufen, üblicherweise um Geldschwierigkeiten zu schlichten. Das gelingt dem inzwischen zerbrochenen, krank gewordenen Dickleibienmann nicht mehr. In einem seiner letzten Briefe schreibt er an Melanchthon Philipp: In Babylon konnte keiner mehr den anderen verstehen. Hier in Eisleben will man einander nicht verstehen. Wenn es um Geld geht, ist nicht einmal der Reformator mehr die Autorität, die Gemüter zu beruhigen. Luther wird darüber sterben. Wir haben seine Totenmaske und einen kleinen Zettel auf dem Nachttisch neben seinem Bett. Ein Zitat eines römischen Dichters. Wir sind Bettler. Und Luther schreibt darunter, das ist wahr. Er muss darüber nachgesonnen haben, wenn der Tod sich ihm nähert, was sein Leben bedeutet. Ja, was eigentlich? Was war daran richtig? Was war gut gemeint, aber schlecht durchgeführt? Was nicht zu Ende gedacht? Wofür trägt er die Verantwortung? Vergib uns unsere Schuld, weil wir sonst nicht leben könnten. Das hat der Melanchthon viel früher geschrieben, von der Wartburg 1521. Philipp, wir müssen den Mut haben zu leben, selbst wenn es falsch ist, im Vertrauen auf Gottes Gnade. Das hat er getan. Und sein letztes Wort ist das Begreifen der Geringfügigkeit seiner Person und seines Werks. Auf den Schultern der Evangelisten, der wirklich Großen, mit denen die Kirche sich verbindet, Maria von Magdala, Augustinus, wer ist da eher Martin Luther? Man möchte an der Stelle eines umformen, im Sinne Luthers gegen die Worte Luthers, den Anfang seines Wirkens heute, am 31. Oktober damals des Jahres 1517. Es ging um den Ablass. Luther hat ihn abgeschafft für die Protestanten, weil er nur missbraucht wurde. Aber man könnte das, was eigentlich gemeint wäre, so interpretieren, dass es Luther selber in seiner Todesstunde in Eisleben beruhigen würde. Luther glaubte an die Hölle und er hatte dabei furchtbar Angst. Man könnte sagen, glaube doch wie Origenes. Ein Mann, der an die Güte Gottes so unbedingt glaubte wie Jesus auch, wie Paulus auch. Und wäre dann denkbar, Gott verurteilte Menschen zu einer Qual in Ewigkeit? Was er uns zumutet ist, wie dir jetzt über die erkannten Fehler hinwegzureifen und die Liebe zu vergrößern, den Raum deiner Güte auszuweiten. Auch in deiner Reue, die dich quälen mag, wächst du weiter auf Gott hin, der selber die Liebe ist. Das eigentlich könnte den Namen Fegefeuer tragen, ein Reifen in Gott, in Wissen endgültig bei ihm zu sein. Dann ist es vielleicht gar nicht so falsch, wenn man sagen würde, dabei kann helfen das gute Werk eines anderen. Manchmal habe ich zu tun mit Menschen, die darunter leiden. Ihre Kinder wollen die Mutter, den Vater nicht sehen, sind inzwischen zerbrochene, sind irgendwo in der Psychotherapie gelandet oder in irgendeiner Drogenabhängigkeit. Und die betreffende Person, der Vater, die Mutter, können der Tochter, dem Sohn nicht helfen. Sie müssen erkennen, sie sind sogar die Ursache der vermaledeiten Schwierigkeiten in der Person, die sie am meisten lieben, ihrem eigenen Kind. Was für ein Trost dann, wenn jemand sich findet, der das Zerbrochene aufrichtet. Was für ein Trost.
Solche Leute kann es geben und muss es geben. Und wie nun am Ende unseres Lebens, in der Welt bei Gott, sehen wir, dass so etwas geschieht, entlang den Fehlern, an denen wir etwas falsch gemacht haben oder sogar Löcher in die Wände der Welt geschlagen haben, weil wir fehlten, wo wir hätten sein müssen. Dann wäre es ein Trost und wir reiften freudiger, leichter oder schöner hin auf Gott. Das wäre Fegefeuer. Luther, das hättest du nicht abschaffen müssen. Die Hölle hättest du abschaffen sollen in einem tieferen Vertrauen, in dem wir geborgen sind, alle. Und gibt es dann eine Kirche, eine protestantische gegen eine Kirche, eine katholische? Luther meinte, ich suche die unsichtbare Kirche, die in allen Menschen liegt und in die alle gehören, die im Vertrauen auf Güte und Wahrheit unterwegs sind zu Gott. Das ist 399 vor Christus, Sokrates in Athen, als er im Kerker das Gift trinkt, das ihm als Schüler des Gottes Apoll von Delphi folgen lässt, der Aufforderung, erkenne dich selbst. Das ist Mahatma Gandhi, als er sagte, ich bin weder Hindu noch Muslim noch Christ, ich bin sie alle. Denn jeder, der glaubt, was die heiligen Schriften seiner Religion ihm sagen, begreift, dass Gott zu jeder Zeit ins Herz des Menschen das spricht, was er braucht, um zu leben. Martin Luther King, der sagte, Gott ist nicht der Fetisch irgendwelcher Rassenzugehörigkeiten, er ist universell in allen seinen Kreaturen. Die Kirche Gottes ist so weit wie der Himmel, so wie Jesus lehrte. 5. Kapitel im Matthäusevangelium, er lässt seine Sonne aufgehen über alle Menschen, lässt es regnen über alle. Und er macht nicht einmal den Unterschied zwischen Guten und Schlechten, Gerechten und Ungerechten, wohl aber zwischen Bedürftigen, Flehenden, Kranken, haltlos gewordenen, Hilfesuchenden und denen, die so viel Glück haben, es schenken zu können. Der Unterschied existiert, nicht zwischen den Menschen, aber zur Versöhnung aller Menschen. So mögen sie gehen heute, gesegnet, getröstet und gestärkt. Am Tag der Reformation, nicht einer Kirche nur, sondern wesentlich unseres ganzen Lebens. So wär's gemeint, als unser Herr und Meister sagte, kehrt um, meinte er nicht eure Ablasswerke, sondern die Umkehr eures Lebens im Vertrauen in die Güte Gottes, gestützt auf das Neue Testament. Ich danke Ihnen sehr für den Gottesdienst des Besuchs in Ihrer Kirche in Melle. Wir glauben all an einen Gott. Im Anschluss an die Melodie des Liedes von Martin Luther, die wir gerade gehört haben, lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und dazu bitte ich Sie, sich zu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dazu bitte ich Sie, sich zu erinnern. Auf dein Wort, ewiger, gnädiger Gott, hören wir. Dein Wort, Jesus Christus, ist uns Trost und Mahnung. Wir danken dir dafür. Dein Wort, barmherziger Gott, ist das Leben. Sprich es zu Müttern und Vätern, damit es die Kinder hören. Sprich es zu den Kranken, dass sie genesen. Sprich es zu denen, auf die man hört, damit die den Schwachen zurechtkommen. Sprich es zu denen, die klagen und jammern, die in ihrem Leid verharren. Sprich es zu den Klugen und Weisen, dass sie ihr Können zum Wohl anderer einsetzen. Sprich es zu deiner Kirche, damit es gepredigt wird zum Wohl des Menschen. Sprich es zu uns, dass du uns versöhnst mit uns selbst, dass du uns deinen Frieden schenkst in der Gemeinschaft untereinander und mit dir, Christus, der du uns das Leben schenkst. Und so rufen wir dich an mit dem einen Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so empfangt den Segen unseres Herrn, der mit euch mitgeht in den heutigen Tag und auf all eurem Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
Amen. Einen herzlichen Dank, Sebastian Olszewski, der den Kontakt zu Eugen Drewermann hat, und durch ihn ist dann auch die Möglichkeit eröffnet worden, dass wir diesen Vortrag, diese Predigt hier so hören durften. Herzlichen Dank, Sebastian Olszewski. Herzlichen Dank, Michael Wilker am Klavier. Wunderbare Musik, vielen Dank. Herzlichen Dank, er hört es nicht, Eugen Drewermann, für seine Worte für den heutigen Tag, für den Reformationstag 2020. Ihnen noch einen guten Tag.